Hurricane Irma closes in on the state. The evacuation nach Opfern der beiden Terroranschläge in Haben Sie Angst? In einer Welt, wo sich schlechte Nachrichten verbreiten wie Lauffeuer, wäre dies nur allzu verständlich. Beinahe jeden Tag sind wir mit Nachrichten von Naturkatastrophen, Terror oder Seuchen konfrontiert, obwohl es uns im seltensten Fall selbst betrifft. Angst ist dabei eine völlig natürliche Reaktion. Aber ist sie auch immer angemessen? Muss man sich in Österreich oder in ganz Europa vor verschiedensten Katastrophenszenarien fürchten? Und hätten wir im Ernstfall eine Strategie parat? Mein Name ist Florian Breitenbach. Ich bin hier in London Paramedic schon seit knappen 5 Jahren. Mein Hintergrund ist, ich bin halber Deutscher, halber Australier und habe sowohl in Deutschland sowie auch in Australien als Paramedic gearbeitet. London ist eine weltoffene Großstadt, sehr multikulturell, ist immer was los. Der Rettungsdienst ist unter enormem Druck. Die Einsatzzahlen steigen stetig. Also man hat immer was zu tun. Man wird von Job zu Job hingeschickt. Und gerade mit den Ereignissen der letzten Jahre, vor allem letzten Jahres, die Anschläge, bringt es einem immer wieder das ins Bewusstsein, auf was für Einsätze man hier hingeschickt werden könnte. Einer der letzten Anschläge in Großbritannien hat sich im März 2017 auf der Westminster Bridge in London ereignet. Ein Terrorist tötete mit einem Fahrzeug 5 Menschen und verletzte Dutzende weitere, einige davon schwer. Die unmittelbaren Nachwirkungen des Anschlags sind heute auf der Brücke sichtbar. Gerade in so einer Großstadt, eine Weltmetropole wie London, mit tagsüber über 8 Millionen Menschen hier, es ist natürlich ein Gefahrenherd. Und London ist auch schon seit Jahrzehnten schon eine Zielscheibe für terroristische Anschläge. Und da überlegt man sich schon, was denn passieren könnte. Es ist, auch wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, es ist nicht eine Frage ob, sondern eine Frage wenn es wieder passiert. Und darauf will man sich natürlich auch vorbereiten. Die Bewältigung der rettungsdienstlichen Aufgaben kann in London aufgrund des enormen Verkehrsaufkommens schwierig sein. Für die schwersten Notfälle kommt daher die London Air Ambulance zum Einsatz. Eine weltweit angesehene Rettungseinheit, die Ärzte aus aller Welt anzieht, um dort Erfahrungen zu sammeln. Mein Name ist Dr. Gareth Davies. Ich bin Consultant für Notfallmedizin am Barts Royal London Hospital und außerdem der medizinische Leiter der London Air Ambulance. Die London Air Ambulance ist eine Helikopterrettung, die die Bevölkerung Londons betreut, also etwa 10 Millionen Menschen. Unser Einsatzgebiet sind hauptsächlich Patienten, die schwer verletzt sind, also etwa das, was wir Polytrauma nennen. Unser Team besteht aus 2 Piloten, einem erfahrenen Doktor und einem Paramedic. Es muss wohl für viele Länder verwirrend sein, warum wir einen Helikopter in so einer städtischen Umgebung benutzen.
Wir sind nur in einem Radius von etwa 30 Kilometern unterwegs. Der Grund dafür ist, dass London eine unglaublich festgefahrene Stadt ist. Wenn wir das Team so schnell wie möglich zum Patienten bringen wollen, ist der einzige wirkliche Weg der Helikopter. Für Strecken, die wir im Helikopter in 10 Minuten zurücklegen, brauchen Rettungsfahrzeuge oft 45 Minuten bis eine Stunde, selbst wenn sie Blaulicht und Sirenen verwenden. Die Rolle unseres Teams ändert sich dramatisch im Kontext von Großereignissen wie einem Zugunglück oder einer Terrorattacke. Statt sich nur auf die Patientenversorgung zu konzentrieren, nimmt das Team Kommandojobs innerhalb der Organisationskette an. Ihre Rolle ist dann dafür zu sorgen, dass alle Teile des Puzzles zusammenkommen und nicht die unmittelbare Patientenversorgung. Rather than just treating individual patients. It's a very tough call and es sind sehr schwierige Entscheidungen, die man treffen muss, wenn man in der Kommandokette arbeitet. Denn alle unsere Ärzte und Paramedics haben dafür trainiert, einen einzelnen Patienten zu versorgen. Dies ist das eine Mal in ihrem Leben, wo sie nicht einfach den nächsten Patienten behandeln können. Sie müssen an das große Ganze denken, also ob genug Rettungsfahrzeuge alarmiert wurden, ob die Krankenhäuser in der Umgebung wissen, was auf sie zukommt. Und dann muss sichergestellt werden, dass die Patienten den Unfallort in der richtigen Reihenfolge verlassen. Es ist eine ganz andere Art zu arbeiten. Und natürlich finden die Helfer diese Situation schwierig, weil sie gerne den nächsten Patienten versorgen wollen. Go to the nearest patient and do what they normally do. Großereignisse dieser Art stellen eine enorme Belastung für die Einsatzkräfte dar, weil solche Situationen nur schwer kalkulierbar sind und meist ein gewisses Restrisiko bleibt. Ja, die Angst des Unbekannten spielt dann schon mal mit, ist aber nicht dauernd. Man hat es im Hintergedanken. Aber man kann sich einfach nicht von dieser Angst niedermachen lassen. Wie gesagt, die Einsätze sind nicht, die kommen nicht sehr oft vor. Wenn man allerdings dann zu so einem Einsatz geschickt wird, dann bereitet man sich mental darauf vor und man geht wirklich in einen professionellen, in einen Rettungsdienstmodus rein und denkt, was muss denn jetzt gemacht werden? Und viel Zeit oder viel Platz für andere Gedanken gibt es da wirklich nicht. Am 19. Dezember 2016 raste ein Terrorist mit einem Lastkraftwagen in einen Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, tötete 12 Menschen und verletzte weitere 56. Bilder von solchen Terroranschlägen erreichen heute in kürzester Zeit Millionen von Menschen. Hinter den Kulissen solch eines Ereignisses arbeiten Einsatzkräfte aller Organisationen zusammen, um Verletzte zu versorgen und weiteren Schaden zu minimieren. In Düsseldorf am Kongress für taktische Lagen im Rettungsdienst erklären uns internationale Experten auf diesem Gebiet, wie man speziell mit Angriffen wie dem auf dem Berliner Weihnachtsmarkt umgeht. Mein Name ist Rolf Erbe, ich bin bei der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie, bin da zuständig für den Fachbereich Massenanfall im Verletzten, Großschadensereignisse und ein Teil der Führungslehre. Ich war am Breitscheidplatz mit im Einsatz, weil ich informatorisch zu solchen Großschadensereignissen immer mit hinausfahre. Ja, wir haben in Berlin ein sehr großes Gefahrenpotenzial, wenn man das so mal zusammennimmt. Wir sind über 3,5 Millionen Einwohner. Wir haben zu bestimmten
Veranstaltungen, sehr, sehr viele Berlin-Besucher. Für Einsatzkräfte ist ein Vorfall wie der Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz immer eine außergewöhnliche Situation mit einem großen Gefahrenpotenzial. Es ist natürlich eine ganz besondere Situation. Wenn das gemeldet wird, da ist schon eine ganz andere Anspannung da. Hier war es so, dass wir viele Notrufe hatten und es wurden daraus von unserer Leitstelle zwei Einsätze angelegt, beide aber als Verkehrsunfall. Das heißt, die ersten Kräfte, so wie ich auch, wir sind auf das Stichwort Verkehrsunfall gefahren. Das war auch der erste Eindruck. Es stand ein LKW quer, er stand ja auf der Straße quer. Es war ein großer Bus unserer Verkehrsbetriebe, der daneben stand, und auch ein PKW, der mit Warnblinker mitten auf der Straße stand. Das war dieses Bild Verkehrsunfall. Und ja, so hat man das auch abgearbeitet. Die Rückmeldung der Polizei kam sehr schnell. Das handelt sich um einen Anschlag. Wir sind schon seit längerem natürlich auf Großschadensereignis vorbereitet, auch auf Anschläge. Man hat auch immer gesagt, es ist nicht die Frage ob, sondern nur wann es uns auch erwischt. Und Sie sprachen davon, Ballungsgebiete, Großstädte. Ich halte dagegen Ansbach. Es ist nicht ausgeschlossen, und das ist nicht nur der Terror, es sind auch Amoktäter, es sind auch andere Gewalttaten, die können überall, auch jederzeit eintreten. Wir hatten in Berlin bisher nur Glück, und man muss auch damit rechnen, dass bei Großveranstaltungen immer wieder Schäden passieren, alleine durch Unglücke, durch Verkehrsunfälle, die dann leider auch viele Menschen natürlich betreffen. Und wir haben auch jetzt aufgrund der aktuellen Ereignisse unsere Pläne nochmals überarbeitet. Wir haben aber auch gesehen, dass die Pläne, die wir bisher hatten, sich bewährt haben, wenn sie eingehalten werden. Ohne Konzepte ist man vollkommen hilf- und planlos. Man braucht dann auch Checklisten, man braucht so die mentale Blaupause, um solche Einsätze auch abzuarbeiten. Das fängt an beim Massenanfall an Verletzten. Da fangen wir schon bei 5 Verletzten an, davon zu sprechen. Da haben wir schon einen besonderen Einsatzplan, der dann greift, wo wir ein Modul aus dem Bereich Rettungsdienst hinschicken, die zum Beispiel jetzt für die Versorgung von 25 Patienten ausgerüstet sind. Dafür brauchen wir natürlich Taktik, die wir haben, und auch einen Plan. Und das kann man immer nur empfehlen. Man braucht Pläne, auch schon für niederschwelligere Einsätze. Und so baut sich das dann immer weiter auf. Wenn man hier in London sich zum Paramedic ausbildet oder generell in Großbritannien sich als Paramedic ausbilden lässt an der Universität, geht man theoretisch und praktisch durch Prüfungen und Simulationen, Einsatzsimulationen, wie man denn mit Großschadenslagen umgeht, ob das jetzt von einer terroristischen, von einer Naturkatastrophen, Feuer und so weiter und so fort, was das für Hintergründe hat. Und da gibt es verschiedene Einsatztaktiken, die man beigebracht wird, und wie man damit umgeht, eben auch die eigene Sicherheit, dass man die immer im Hinterkopf hat. Rettungskräfte weltweit werden geschult, um mit der Angst vor solchen Szenarien umzugehen. Aber auch bei der Bevölkerung verstärken verschiedene Vorfälle der letzten Jahre in ganz Europa die Angst, dass auch hierzulande etwas Ähnliches passieren könnte. Am Allgemeinen Krankenhaus in Wien beschäftigt man sich wissenschaftlich mit dem Thema Angst. Mein Name ist Siegfried Kasper, ich bin Professor für Psychiatrie und Psychotherapie und Vorstand der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am AKH Wien, das ist die Medizinische Universität Wien. Die Angst ist ein in uns eingebauter biologischer Mechanismus. Das heißt, wenn wir etwas hören, sehen oder fühlen oder schmecken, das uns Angst macht, dann kommt es automatisch über die Sinnesorgane, Augen, Ohren, Gefühl oder Schmecken, kommt dann in das sogenannte Zwischenhirn hinein oder Hypothalamus, wie man dazu sagt. Von dort gibt es dann einen schnellen Weg auf den Mandelkern hinunter oder Corpus amygdala, und von dort werden dann verschiedene Reaktionen ausgelöst. Meistens Fluchtverhalten, weil man von dieser Angst wegkommen muss. Das ist ein uns einsgebauter, lebensnotwendiger Mechanismus. Anders ausgedrückt, von den Menschen, die keine Angst hatten,
von denen stammen wir alle nicht ab, weil die hätten diese Situationen nicht überlebt. Angst ist nicht nur ein Grundgefühl des Menschen. Wie viele andere Emotionen wird sie auch instrumentalisiert. Beispielsweise als Marketinginstrument, um Schlagzeilen interessanter zu machen. In diesem Zusammenhang ist der Appell an die Angst eine äußerst effektive Strategie und die tatsächliche Bedrohung meist nicht so groß, wie sie empfunden wird. Durch Angst fühlt sich jeder angesprochen, weil dadurch ja eine Art Fluchtreflex ausgelöst wird. Wenn die Werbung zum Beispiel jetzt irgendwas mit Angstbesetztes dann produziert, dann fühlt sich der Mensch primär angesprochen, weil er eine Reaktion draufsetzen sollte, die jetzt zum Beispiel sein könnte, diese Situation zu vermeiden oder eventuell in diese Situation sich zu begeben, um eine Belohnung zu bekommen oder sich damit mehr auseinanderzusetzen. Dass sich die Medien damit beschäftigen, kommt ganz einfach dadurch, dass sie ansonsten für die Leute nicht als interessant erscheinen. Ich glaube, in den Medien bezeichnet man das auch so als, englisch ausgedrückt, Sizzling Factor. Das heißt, wenn das Fleisch so richtig brutzelt, das heißt, kurz bevor man es zu sich nehmen kann, muss das dann ganz modern und möglichst aktuell sein. Und die Angst ist etwas, was sehr schnell anspricht. Das heißt, man hat schnell das Gefühl, dass es dann losgeht. Drum beschäftigen sich, glaube ich, die Medien sehr gerne mit dem Angstgefühl. Sie beschäftigen sich zum Beispiel nicht mit Depressionen. Mit Depressionen kann man wenig Geschäft machen, aber mit Angst kann man, glaube ich, gutes Geschäft machen. Besonders in sozialen Medien erreichen schlechte Nachrichten eine enorme Ausbreitungsgeschwindigkeit. Erkrankung und auch Verkehrsunfälle wäre eine andere Sache. Es gibt sehr viel mehr Verkehrsunfälle als wie Tote durch Terroranschlägen. Es kommt einfach dadurch, dass der Terroranschlag sowas Unvermutetes ist, dass eine Situation, in der Frieden herrscht, zum Beispiel Weihnachtsmarkt oder zum Beispiel eine andere friedliche Situation, plötzlich ein ganz unvorhergesehenes Ereignis eintritt, das sofort eine Flucht auslösen würde. Und mit dieser fluchtauslösenden Situation setzt sich der Mensch dann auseinander. Es gibt ja den berühmten englischen Satz, keep calm and carry on. Und das sehe ich hier tagtäglich, ob das ein paar Tage nach einem Anschlag ist oder ein paar Monate nach einem Anschlag ist. Der Brite und generell Londoner, die machen einfach weiter. Die lassen sich von sowas nicht einschüchtern. Und das ist etwas, sie sind da stolz und auch machen einfach sturig weiter. Ein großer Teil der Angst entsteht durch Ungewissheit. Egal ob durch Gewaltbedrohungen oder Naturkatastrophen. Wenn man weiß, wie man sich im Katastrophenfall richtig verhält, kann man dieser Angst gut begegnen. In Österreich beschäftigt sich der Zivilschutzverband seit über 60 Jahren mit der Prävention und Informationsarbeit im Falle von Großschadensereignissen. Hans Redler, Präsident des österreichischen Zivilschutzverbandes und Abgeordneter zum Nationalrat. Der österreichische Zivilschutzverband ist eine Einrichtung, die sich mit Prävention im Sicherheitsbereich befasst. Verankert zunächst auf Bundesebene im österreichischen Zivilschutzverband und dann auf Länderebene in den einzelnen Verbänden draußen in den Bundesländern. Seine Hauptaufgabe ist es, die Bevölkerung zu informieren über Möglichkeiten, selbst Vorsorge zu treffen, sich auf Katastrophen vorzubereiten und somit einen Beitrag zu leisten, solche Extremsituationen auch bewältigen zu können.
Man sollte sich wirklich auch mit solchen Situationen beschäftigen. Es ist nicht immer alles eitel Wonne im Leben. Das sind ja alle gewohnt aus bitteren Erfahrungen oft. Und wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass aufgrund der geopolitischen Lage hier in Österreich es auch zu schwierigen Situationen kommen kann, die wir offenbar nur aus Zeitungen, aus Medienberichten aus dem Ausland wahrnehmen, aber nicht daran denken, dass das auch vor der eigenen Haustür passieren könnte. Ja, mein Name ist Johann Betzdecker. Ich bin Leiter der Gruppe 2B im Innenministerium und die ist zuständig für Zivil- und Katastrophenschutzangelegenheiten. Die größte Bedrohungslage, auch wenn das die Menschen nicht so sehen, ist noch immer der eigene Haushalt, wo die meisten Unfälle passieren. Und ich glaube, auch auf das sollte man hier an dieser Stelle mal hinweisen. Aber wenn man sich die Vergangenheit ansieht, welche Szenarien sind diejenigen, in Österreich am stärksten oder am häufigsten kommen, sind auch Hochwasserszenarien, die eine gewisse lokale Verbreitung haben. Jetzt mag ich nicht unterschätzen, dass es für einen persönlich ein Lawinenabgang eine Dramatik sein kann, eine Tragödie sein kann. Dass es für jemanden persönlich eine Dramatik sein kann, wie wir vor kurzem gesehen haben, dass ein Mensch in einer Höhle eingeschlossen war, wo dann die Höhlenrettung hier ihre Tätigkeit ausgeübt hat. Aber wenn man von Großszenarien ausgeht, was auf Österreich zukommen kann, sind das primär Hochwasser und leider, wie wir auch gesehen haben, in letzter Zeit Windereignisse. Der Zivilschutzverband Österreich bietet die sogenannte CAT-Warn-App an, die standortbasiert Warnungen und Handlungsanweisungen an Benutzer schickt, die sich in einer Gefahrenzone befinden. Bei Beginn einer Katastrophe ist auch zwischen Behörden und Einsatzorganisationen ein effizienter Informationsaustausch von größter Bedeutung. Eine strikte Informationskette muss eingehalten werden. Ausgehend vom jeweiligen behördlichen Einsatzleiter, das ist der Bürgermeister, das ist der Bezirkshauptmann, das ist die Landesregierung, wird ein bestimmtes Szenario, ein Katastrophenszenario ausgerufen, dass etwas passiert ist. Es gibt pro Gemeinde, pro Bezirk, pro Land Katastrophenpläne, wer dann nahezu automationsunterstützt zu informieren ist. Und diese Menschen kommen dann an einem Ort zusammen und arbeiten, es klingt sehr bürokratisch, und arbeiten dieses Szenario ab. Und es gibt für jeweilige Szenarien hier vorbereitete Pläne, die dann bei Bedarf, so simpel es klingt, aus der Tischlade gezückt werden. Aber hier muss man eines ganz klar sagen. Für die Helferinnen und Helfer ist es eigentlich egal, um welches Szenario es geht. Es gibt diesen Begriff, dieses sogenannten All-Hazard Approach, also All-Gefahren-Ansatz. Was bedeutet, dass die Strukturen der Helferinnen und Helfer gemeinsam, auch mit der Exekutive, hochgefahren werden, unabhängig davon, um welche Gefahr es sich handelt. Weil aus welchem Grund jemand verletzt ist und hoffentlich nicht getötet worden ist, ist eigentlich fast egal. Es geht darum, den Menschen zu helfen, um wieder zu einem Normalzustand zu kommen. Es reicht allerdings nicht, nur Pläne für Großschadensereignisse zu haben. Sie müssen von allen Beteiligten auch regelmäßig trainiert werden. Bei der Landeskatastrophenschutzübung im Süden Niederösterreichs trainieren Helfer und Helferinnen aus 180 Einsatzorganisationen ein Erdbebenszenario mit einer großen Zahl von Verletzten. Vor allem die Schnittstelle zwischen den einzelnen Einsatzorganisationen muss hier perfekt funktionieren, damit so ein Einsatz koordiniert stattfinden kann. Simuliert wird in der Übung ein Erdbeben der Stärke 5,2 mit zahlreichen Folgeschäden. Ein Hangrutsch hat mehrere Personen verschüttet. Die Stromversorgung im betroffenen Gebiet ist abgeschnitten. Natürlich müssen wir uns damit beschäftigen. Wir müssen die Menschen, ich glaube, das ist die Hauptaufgabe, darauf aufmerksam machen, dass das jederzeit eintreten kann, dass es Verhaltensmaßnahmen gibt in solchen
Situationen. Und eine der wichtigsten Maßnahmen dabei sind die einfachsten Regeln der ersten Hilfe. Die ersten Sekunden, die ersten Minuten sind oft lebensrettend und sind entscheidend. Wenn es hier Menschen gibt, die sich in die Situation so einbringen können, dass sie auch helfen können, die das Wissen haben zum Helfen, dann kann das viele lebensrettende Maßnahmen bringen. Wenn die medizinischen Ressourcen knapp werden, muss Hilfe möglichst effizient eingesetzt werden. Den Prozess der Erstbegutachtung, bei dem über die weitere Versorgung von Patienten entschieden wird, nennt man Triage. Bei Großschadensereignissen gibt es immer ein Spektrum an Verletzten. Es gibt die Schwerverletzten, die so schnell wie möglich in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Es gibt die Leichtverletzten und eine Gruppe in der Mitte. Wir bilden unsere Ärzte aus, um schnell einschätzen zu können, welche Verletzungen die schlimmsten und die zeitkritischsten sind. Sie ordnen diese Patienten ein, mit Hilfe von Vitalwerten wie Herzfrequenz und Blutdruck und die Atemfrequenz. Und mit diesen Hilfsmitteln können sie entscheiden, in welcher Reihenfolge die Patienten den Unfallort verlassen sollen. Schluss kommen, dass dieses System, das wir in Österreich haben, mit diesem freiwilligen Engagement nahezu einzigartig ist. Und wenn man unterwegs ist und versucht, das österreichische System vorzustellen, erntet man sehr oft Kopfschütteln. Das kann doch gar nicht funktionieren. Ich glaube, die freiwilligen Organisationen haben bewiesen in den letzten Jahren, dass es funktionieren kann. Ein Szenario, vor dem der Zivilschutzverband seit längerem warnt, ist ein großflächiger Stromausfall. Ein Blackout. Ein Stromausfall im großen Stil kann durchaus Katastrophenpotenzial haben und erfordert eine bestimmte Vorbereitung. Ich heiße Heribert Uhl, bin der Landesgeschäftsführer vom Zivilschutzverband Steiermark seit 2 Jahren. Das gleiche Thema ist natürlich auch bei Stromausfall, Blackout. Wenn der Strom weg ist, wissen wir alle nicht, wie lange er weg ist. Er kann eine Viertelstunde weg sein, kann eine halbe Stunde weg sein, am Tag weg sein, kann auch länger weg sein, denn wenn es zu einem großen Stromausfall kommt, das ist dann europaweit, das Szenario ist auch das Wahrscheinlichste, das in der nächsten Zeit irgendwann eintreten wird. Wir sagen vom Zivilschutz her, wir garantieren sogar, dass es zu einem Stromausfall kommen kann, nur was wir nicht garantieren können, wann es ist. Und damit die Bevölkerung genau für diese Fälle vorbereitet ist, ist es so wichtig, dass sie eine Bevorratung zu Hause haben, damit sie die EVUs, die Energieversorgungsunternehmen, arbeiten lassen können, um den Strom wiederzubringen. Und man kann sich selber mit Bevorratung, mit Einkriegsgeschichten, mit Dosengeschichten, mit Backerlessen und, dementsprechend eine gewisse Zeit über die Runden halten, und das zumindest eine Woche. Wenn ich vom Blackout-Szenario ausgehe, und das ist nur ein Symbol für ein bestimmtes Szenario, weil der Grund, warum ich mein Haus oder meine Wohnung nicht verlassen kann, ist ja vielschichtig. Das kann sein, weil es einen Blackout gibt, das kann sein, weil es ein Hochwasser gibt oder weil es irgendein anderes Ereignis gibt. Eines der wichtigsten Punkte in diesem Bereich ist, dass man vielleicht um eine Viertelstunde, 20 Minuten sich Zeit nimmt, zu Hause hinsetzt und einmal kurz überlegt, was mache ich denn eigentlich,
Wenn ich keinen Strom habe, habe ich genug Wasser zu Hause? Habe ich genug Nahrungsmittel zu Hause? Habe ich etwa Hygieneartikel zu Hause? Einmal kurz darüber nachdenken, wenn ich ganz bestimmte Medikamente benötige, habe ich auch diese zu Hause? Wer wohnt in meinem Haushalt? Bin ich alleinstehend? Habe ich etwa kleine Kinder? Habe ich Kinder, die eventuell noch im Säuglingsalter sind, die besondere Bedürfnisse haben? Und ich glaube, der erste Schritt ist, wenn man sich hier wirklich diesen Nachdenkprozess einmal vollzieht, wird man draufkommen, dass es vielleicht das ein oder andere Defizit zu Hause gibt. Und diese Defizite kann man ganz, ganz leicht auffüllen. Panik machen oder über Verhaltensmaßnahmen. Ein Notvorrat gehört in jeden Haushalt, aber jetzt kommt es einmal darauf an, welche Bewohner im Haushalt vorhanden sind, welche Essensregeln haben sie, machen sie mehrere Mahlzeiten, aber auch welche besonderen Rücksichtsmaßnahmen sind erforderlich, weil man vielleicht Diabetes hat und so weiter. Es gibt kein allgemein Beispiel, wie ein Notvorrat aussehen könnte, außer für eine Woche. Dass man eine Woche drüber kommt mit Vorrat, den man nach den persönlichen Bedürfnissen zusammengestellt hat. Ob das jetzt ein Fleischwaren, Konserven und so weiter sind, hängt also vom Verhalten der Einzelnen ab. Aber es gibt also vielfältige Möglichkeiten, sich über eine Woche zu ernähren. Nicht nur durch Konserven, auch frisch gemachte Speisen. Da gibt es einen Grillstaatsmeister in Österreich, der auch Zivilschutzfunktionär auf ehrenamtlicher Basis ist. Und der ein Kochbuch herausgebracht hat, wie man sich im Katastrophenfall selbst ernähren kann, sodass es auch fast ein Menü, ein tägliches, gibt. Und dieses Kochbuch haben wir im Vorjahr begonnen aufzulegen, wollen wir heuer in alle Bundesländern der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Wer sich also auf einen Katastrophenfall vorbereitet, etwa mit einem Notvorrat, tut auch den Einsatzorganisationen etwas Gutes. Außerdem gibt die richtige Vorbereitung mehr Kontrolle über die Situation. Die Kontrolle über eine Situation, das heißt, beim Autofahren zum Beispiel, hat man ja die Kontrolle, dass der Großteil eben richtig fahren wird oder dass man nicht zu schnell fährt und dass man dadurch dann dieser Angst besser begegnen kann. Immer die Sicherheit der Einsatzkräfte oberste Priorität. In realen Fällen gestaltet sich eine absolute Absicherung der Einsatzstelle allerdings oft schwierig. Wir müssen gleich zu Anfang sagen, eine absolute Sicherheit wird es nie geben. Auch jetzt hier in diesem Raum werden wir nie sagen können, wir sind hundertprozentig sicher. Davon muss man sich verabschieden. Wir müssen eben Anzeichen suchen, wir müssen schauen, gibt es in dieser Lage etwas, was uns gefährden könnte. Also nicht fragen, ist es hier sicher, sondern gibt es Anzeichen, dass es nicht sicher ist. Die Menschen reagieren unterschiedlich. Genauso natürlich Einsatzkräfte sind ja auch Menschen. Ich kann dann nur sagen, wie es mir ergangen ist. Es wird sicherlich auch Einsatzkräften anders ergangen sein. Die meisten haben tatsächlich funktioniert. Man hat auch keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Man hat sich verlassen auf den Einsatzleiter und auch mal kurz vergewissert. Ich habe den Einsatzleiter selber auch gefragt, was ist mit Sicherheit? Und er konnte mir sofort antworten. Das ist wichtig, dass er die Antwort parat hat. Ich habe mit der Polizei gesprochen. Wir sind hier. Ja, sicher, hat man schon gesagt, können wir nie sagen, aber es gibt hier keinen Anhalt, dass wir gefährdet sind. So rum muss man das sehen. Und dann arbeitet man weiter in diesem Moment. Und so werden das auch viele gemacht haben. Es kann gefährlich sein, aber wenn man sich an die Regeln hält und mit einer guten Kommunikation, vor allem mit den anderen Rettungskräften und den anderen Notfalleinheiten, zum Beispiel der Polizei und der Feuerwehr, unterhält, dann ist das alles risikovermindernd. Und man muss wissen, was passieren könnte, dass man es immer im Sinn hat, was denn passieren könnte. Und dann
ist das schon in Ordnung. Szenarien von Naturkatastrophen, Seuchen oder Terroranschlägen können bei vielen Menschen ein Anlass zur Angst sein. Auch der Umgang vieler Medien mit diesem Thema schürt ein kollektives Angstgefühl. Wer diese Angst aber ständig verspürt, büßt einiges an Lebensqualität ein, zumal diese Angst auch noch andere Nebenwirkungen hat. Die Angst, wenn man die regelmäßig erlebt, und das wissen leider auch Menschen zum Beispiel, die Foltermethoden anwenden und Horrorszenarien denen vorspielen von Angehörigen oder selbst dann Schädigungen durchführen. Das heißt, das frisst sich sozusagen in das Gedächtnis einerseits, aber auch biologisch in das Gehirn ein. Das muss man sich so vorstellen, als wenn man über eine schöne Wiese permanent drüber geht. Irgendwann wird man einen Pfad drinnen haben, den man dann sehen wird. So, das Gehirn merkt sich die Angst. Das heißt, man sollte möglichst die Angst auf ein normales Ausmaß wieder herunterschrauben. Verspüren kann mit einfachen Methoden versuchen, gezielt in den Angstprozess einzugreifen. Den Angstfühlprozess kann man insofern eingreifen, indem man ein möglichst, sage ich einmal unter Anführungszeichen, normales Leben führt. Nur was ist ein normales Leben? Ein normales Leben ist zum Beispiel ein regelmäßiger Tag-Nacht-Rhythmus, dass man möglichst zur selben Zeit in etwa ins Bett geht, in der Früh wieder aufsteht. Also der Schlaf ist schon die halbe Miete, weil das Gehirn das einzige Organ ist bei uns, das den Schlaf braucht, um sich einen Reset zu geben, wie man so schön sagt. Ne? Das heißt, ein regelmäßiger Tag-Nacht-Rhythmus. Dazu gehört dann auch am nächsten Tag auch eine gewisse motorische Tätigkeit, dass man nicht vergessen sollte, dass man ab und zu auch spazieren gehen sollte. Dazu gehört auch zum Beispiel, dass man genügend Sonnenlicht tanken sollte, weil das Sonnenlicht wichtig auch wieder für unsere zirkadianen Rhythmen ist. Nur wenn man sich den Anführungszeichen modernen Menschen anschaut, meistens hat er unregelmäßigen Schlaf oder wenn er das nicht hat, dann hat er wenig motorische Tätigkeit und wenn er viel arbeitet, kriegt er auch wenig Sonnenlicht ab, sodass natürlich dadurch die Biologie weiter geschwächt wird und diesen Teilen des Gehirns leichter macht, dann irgendwelche Fehlverknüpfungen, nennen wir es einfach einmal, auszuführen. Also man rät den Menschen, die viel Angst haben, also ein möglichst regelmäßiges, durch motorische Tätigkeit und auch durch Sonnenlicht gezeichnetes Leben zu führen. Idealerweise wäre natürlich auch eine gut funktionierende Partnerschaft, wäre auch wahnsinnig wichtig für das seelische Gleichgewicht. Wobei interessanterweise das für Männer wichtiger zu sein scheint, als wir für Frauen, haben die Forschungen ergeben. Ich persönlich, würde ich sagen, bin ein relativ angstfreier Mensch. Das heißt, nicht ohne Realangst. Ich habe selbst keine Angst vor Terroranschlägen in Wien, wo ich hier lebe. Aber wenn ich in Gegenden komme, wo es etwas unruhiger ist, wenn ich zum Beispiel durch meine berufliche Tätigkeit in Indien bin oder in New York bin oder in Südamerika, dann sehe ich mich meistens vor, dass ich gewisse Sachen nicht mache, was ich eventuell machen sollte, zum Beispiel in der Nacht nicht allein rauszugehen oder in New York ist es nicht empfehlenswert, wenn man in der Nacht herumspaziert oder in Sao Paulo ist es auch nicht sehr zu empfehlen. Das heißt, man sollte sich nach der jeweiligen Gegend rüsten, gegen diese Angst sozusagen kleine Wächter aufzubauen, dass das nicht passiert.